Ja, hallo zusammen. Heute mal wieder ein bisschen anspruchsvolleres Motiv, wo ich euch mal so ein paar Sachen zeigen möchte. Wie man so komplexe Motive, wie es ihr hier seht, so eine in Venedig halt so ein, weiß nicht, wie man die nennt. In Holland sind es Grachten. Ja, gut, wir machen Folgendes. Wir haben verschiedene Pinsel. Ich weiß nicht genau welche, weil das jetzt wieder à la prima ist. Ich fange einfach an zu malen, ohne das probiert zu haben. Ein Katzenzungenpinsel, einen Flachpinsel, sehr klein, Nummer 6, einen etwas größeren Nummer 10 und ein Linierpinsel Nummer 1 für die ganzen Feinheiten. Da könnte ich natürlich auch noch einen Spitzpinsel nehmen. Nehme ich nur einen Spitzpinsel, vielleicht brauche ich den auch noch. Farben Preußisch Blau, Ultramarin Blau, Cölin Blau, Krapp Rot, ist es nicht ganz, aber so ähnlich. Cadmiumrot und Cadmiumgelb und natürlich Titanweiß. Und ja, wir legen einfach mal an, los. Hier ist so das Wichtige, die Vorzeichen. Ihr seht, dass ich hier jetzt so gut wie gar keine Vorzeichnung habe. Das hat einen sehr einfachen Grund, weil ich euch einfach nochmal zeigen möchte, wie das mit Perspektive funktioniert. Ich nehme dazu, also ihr seht auch, dass ich hier eine Imprimatur habe, die ist deutlich zu dunkel. Da muss ich jetzt durch. Das ist halt nicht so gut gelaufen, so optimal. Ich mische mal so einen Braunton an. Und ja, ist nicht ganz braun. Und mit dem zeichne ich jetzt einfach mal vor. Dazu mache ich den Linierpinsel schön feucht. So. Wenn wir uns das jetzt mal angucken, dann haben wir typische Einpunktperspektive. Das heißt, die ganzen Linien laufen auf einen Punkt zusammen. Also, wenn wir mal schauen, geht die Verlängerung hier irgendwo hier hin. Die Verlängerung hier geht irgendwo hier hin. Will ich jetzt mal sagen, hier ist der Fluchtpunkt an der Stelle. Und zwar für die Häuser hier, diese Straßenflucht. Das heißt also, alle Linien laufen jetzt an dem Punkt zusammen. Genau, hier, das funktioniert. Hier das auch. Muss ich halt darauf achten, dass die ganzen Fensterfronten alle hier ungefähr hinlaufen. So, die hier, die Linien, die haben einen anderen Fluchtpunkt. Ups, der ist jetzt weiter nach links verschoben. Und das ist natürlich deswegen, ist es halt viel einfacher, wenn er mit Kohlepapier das vorzeichnet, als eben frei. So, hier sind die. Lege ich mir meistens einfach so einen Pinsel hin. Das sind jetzt die Fenster hier und ihr werdet gleich sehen, dass ich das reicht mir jetzt eigentlich schon als Skizze. So. Weil die ganzen Details, die hier drin sind, die lassen wir jetzt mal weg. Wir werden heute mal sehr frei malen. Ich werde mich auch farblich nicht dran halten, was hier zu sehen ist. Einfacher Trick, um die gerade Linien einigermaßen hinzukriegen. Sollten die Lineal oder ein Stück Holz geht es natürlich besser. Seht ihr, kerzengerade Linie, überhaupt kein Problem. So, ja, ich werde nicht jedes einzelne Fenster hier malen, weil sonst komme ich mit einer Dreiviertelstunde noch nicht hin, sondern ich werde ganz viel nur andeuten. Und das hat ja auch seinen Reiz. Und wir fangen mal an mit dem Himmel. Klassischen Himmel einfach mit Cölin Blau. Hier ist er, in der Vorlage ist er weiß, weil das liegt halt an der Fotografie, weil die nicht in der Lage ist, weil der Fotoapparat nicht in der Lage ist, die Helligkeitsstufen, die unser Auge unterscheiden kann, zu trennen. Da ist nur irgend so ein Aufbau hier. Das ist noch so ein Aufbau. So, den Rest lasse ich einfach weg. Also das ist zum Beispiel auch legitim zu sagen, hey, das ist mal viel zu aufwendig, ich lasse jetzt einfach ganz viel weg. Ja, also das Fotoapparat schafft es nicht, das aufzulösen und deswegen ist hier weiß, obwohl ich genau weiß, dass der Himmel natürlich blau war. Auch wenn das mitten in dem grellsten Tageslicht fotografiert worden ist. So. Ja, wofür eine Imprimatur gut ist, das habe ich in einem anderen Video erklärt. So, ist fertig.
Da habe ich auch noch viel meine Palette zu. Und ja, hier haben wir ja ganz viele Ziegel und ich werde da nicht hingehen, dann diese 50.000 Ziegel malen. Es gibt einen sehr fantastischen amerikanischen Künstler, den Andrew Tischler, schreibe ich euch hier irgendwo rein. Und der hat das irgendwie beim Bild von, auch von Venedig, glaube ich, war das, wirklich jeden einzelnen Ziegel gemalt, da würde ich wahnsinnig werden. So, wir haben hier unten. Fange jetzt mal hier an, die dunkelsten Stellen. Das ist halt immer das, ne, wenn ich mal losgelegt habe, dann mache ich immer erst die dunkelsten Stellen. Das ist ein sehr, sehr dunkles Grün. Das ist jetzt so knallig, wissen wir, knalliges Grün kriegen wir mit Rot dunkler, seht ihr sofort, ne? Und da habe ich auch dann einen Farbton, der sehr realistisch. Das ist so, jetzt sieht man hier so eine wackelige Linie. Nicht gerade, geht nicht gerade runter. Und also der Trick ist halt, wenn ihr die Illusion von Wasser haben wollt, die ersten Striche immer von oben nach unten und dann die anderen von rechts nach links oder von links nach rechts. So, hier ist es relativ flächig, da kann man jetzt kaum was unterscheiden. So, haben wir das auch. Jetzt mache ich mal mit dem Flachpinsel weiter, weil wir halt viele rechteckige Formen haben. Und arbeite mich von links nach rechts unten und die ganz hellsten Stellen hier, die mache ich erst ganz zum Schluss. So, das ist jetzt irgendwie so ein lichtes Ocker, würde ich mal sagen. Oh, das ist ein bisschen zu viel Rot. Lichtes Ocker ist nichts anderes als ein Orange, in das ich Blau reinmische. Ultramarinblau. So, und jetzt sieht es überhaupt nicht nach Ocker aus. Eher so ein schmutziges Orange und die Ockerfarbe kommt erst, wenn ich Weiß dazu mische. Da kann auch ganz klein wenig mehr Gelb dazu. Das ist halt der Vorteil, wenn ich mit der Farbe weitermale, die ich hier im Pinsel habe. So. Wie gesagt, ich halte mich da jetzt nicht sklavisch an die Vorlage mit den Farben. Ich will ihn nur so ungefähr treffen. Das Problem hier ist, dass ich in der Farbwahl von der Implementur von der Untermalung hier deutlich zu dunkel bin. So, jetzt gehe ich hier rüber. Boah, jetzt trocknet die Farbe auf dem Pinsel. So, unten wird es noch mehr braun, das heißt. Also für braun ist halt immer das Cadmiumrot besser. Ist natürlich ein Fehler gemacht, weil das hier ist jetzt nicht dunkel genug wegen. Weil hier nur Weiß drin war. So, mit diesen sanften Strichen, wo ich jetzt hier nochmal so drüber gehe, ne, seht ihr, dass die Farbe da hier so ganz unregelmäßig hängen bleibt. Und das sieht dann halt aus wie Mauerwerk. Das ist der ganze Trick. Dunkel genug, aber das machen wir gleich im zweiten Schritt. Das ist ja immer, ich fange ja grundsätzlich immer zum ersten Schritt an und gehe dann in einem zweiten nochmal mit anderen Farben drüber. Vielleicht male ich das auch am Schluss dann ganz ohne Erklärung, ganz fix fertig, wenn soweit alles klar ist für euch. So, da sind die Fenster. Vielleicht nehme ich gleich noch Titanschwarz dabei. Na, mal gucken. Fenster, da ist ein Fenster, da ist ein Fenster, das hier ist zwischen den Fenstern. Ja, schön farbig, das ist hier habe ich.
Okay. Ihr seht das schon, wie diese Farbe, dieses, Gott, was ist das für eine Farbe? Ich muss gerade mal gucken, ob mein Gerät hier aufnimmt, weil es letzte Zeit ein paar Mal verweigert hat. Guck mal, was das für ein tolles Graubraun ist. Richtig tolle Farbe, echt super. So, ihr seht, ich arbeite weiter hier mit dem diesem Pinsel hier. So, dann oben wird die ganze Sache heller, weil hier ist alles in der Sonne ist. Und das Entscheidende an dem Bild ist der Wechsel zwischen den Stellen hier, die beschattet sind, und hier hinten diesen ganzen hellen Sachen, die wir gleich noch rausarbeiten werden. Ich habe so ein ähnliches Bild, glaube ich. Wie hieß denn das nochmal? Eine Dorfstraße, italienische, habe ich schon mal gemalt. Das Prinzip ist das gleiche. Aktiv geworden, macht gar nichts, schon wieder braun. Pinsel sauber machen, ins Weiß rein und mit der Farbe weiter arbeiten. Das ist die einfachste Methode. So. Seht, dass das mit dem Linierpinsel, mit diesem Flachpinsel richtig einfach ist. Ich muss den nur wirklich von oben nach unten durchführen und zack, habe ich schon so eine Häuserfront fertig. Und hier finde ich das total super, dass das Magenta von der Imprimatur halt durchschimmert. Das gibt dem Bild richtig einen tollen Touch. Jetzt machen wir es hier ein bisschen dunkler. Die Stelle ist nicht so ganz in der Sonne. Sieht man auch gleich nicht im Schatten. Ein bisschen reflektiertes Licht ab. So. Ihr seht, dass das, wie schnell es hier jetzt aufpoppt, das Bild praktisch. Ne? Jetzt nehmen wir diese ganzen Farben hier und machen hier die Reflexion. Und da gibt es eine einfache Regel, die halt besagt, dass die Reflexion im Wasser immer dunkler ist als der Gegenstand, der reflektiert wird. So. Und jetzt gehe ich hier so immer so hin und her und erzeuge damit halt diese Riffelungen, die durch die Wasserbewegung zustande kommen. Ne? Mit Weiß übergehen. So. Okay. Dann muss ich dunkle Farbe mischen. So, ein bisschen mehr Grün. Man kann hier nämlich noch die
die ganzen Grüntöne hier noch reinbringen. Na, das ist. Also die Striche müssen alle immer von rechts nach links gehen, ne? Sonst ist es doof. Also die Farbe ist ein, wir fixer machen. Wird eh ein relativ langes Video, sehe ich jetzt schon. So, das ist ein bisschen heller. Okay. Jetzt arbeite ich mit Weiß weiter und nehme hier nur so ein bisschen was von dieser Farbe, also was hätte halt da noch gerade eben, dass ich nur abkratzen kann. Es soll wirklich nur ein Hauch von Farbe sein, gerade dass das Weiß halt nicht ganz weiß ist. Ich mache jetzt hier die hellsten Stellen nochmal. Hier gehe ich nur ganz leicht drüber. Reflexion soll ja dunkler sein, das heißt, ich lasse den Hintergrund einfach durchschimmern. Und wieder führe ich den Pinsel einfach von oben nach unten und kriege damit halt diese Helligkeit und diese Illusion von Mauerwerk. So einfach ist es. So, damit hier dann später das wirklich wie so eine Gaube, Dachgaube aussieht, muss ich einfach nur hier überall die Schatten einfügen. So, hier ist so eine kleine Klimaanlage, die sehe ich auf dem Foto. Ach so, Foto, die Vorlage. Verlinke ich euch wieder unten, ist von meiner absoluten aktuellen Lieblingsseite. So, machen wir so ein bisschen gelb. Hauchgelb. Ich drehe den Pinsel einmal wieder und auf jeder Seite des Pinsels ist halt mal so eine andere Farbe. Jetzt nehme ich hier noch ganz klein wenig Rot drauf, damit es ein bisschen pinky wird. So. Das soll halt wirklich nur eine Skizze werden, also wird kein fertiges Bild. Wenn ich das jetzt glaubt, ich würde das jetzt hier zu Ende malen. Oh, jetzt kommt aber krass die Sonne raus.